Hä, was? Wo? Ach, da! Was? Nee, wir sind schon fast drüber. Wir sind schon fast drüber. Das wird hier irgendwo im Wasser sein, also weiter unten dann. Jetzt wird's interessant, warum denn bitte im Wasser, Leute? Das heißt, dahin. Nein, die Perle, die Perle, die Perle. Gluck, 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 gluck. Spark kriegt gleich Schaden. Nein, 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 nein. Autsch, 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 autsch. Okay. Hier irgendwo, also so in dem Dreh. Warum denn bitte im Wasser? Könnt ihr das nicht? So, ich schwimme nochmal ein Stückchen weiter und gucken mal, was jetzt passiert. Nee, das war ja eigentlich hier dann jetzt schon wieder in die Richtung. Ich glaube, hier so direkt unter mir ist es eigentlich. Und jetzt ist die Frage, wie machen wir es am besten? Ich probiere mal was gleich. Schaufel raus. Und nach unten. So, jetzt kommt's drauf an. So, graben, graben, graben. Dazu machen. Ha, Luft. Okay, jetzt natürlich nicht hier so in dem Stil graben, sondern immer schön eins da, eins da. Das sieht nach einem... Na, das sieht doch gut, sieht das aus hier. Oha, haben wir es doch gefunden. Oha. Ja, so, aus, so wie es aussieht, haben wir die Festung gefunden hier. Ja, ja. Das heißt... Ja, Silberfische. Oha. Das ist jetzt übrigens das erste Dungeon, wo ich jemals drin war. Also wenn man die Angebrochenen hier zerstört, kommen ja da dann... Silberfische raus. Kann man die mit einer Dingsspitzhacke abbauen? Das wäre mal heftig, wenn man die abbauen könnte mit einer Silktouch-Spitzhacke. So komme ich jetzt irgendwie hier runter, vielleicht zufällig. Ja, jede Menge Silberfische ist jetzt gerade da. Kann man hier irgendwie runter vielleicht so ganz zufällig. Ist auch vernünftig. Pass mal auf, ich habe ja noch Cobblestones dabei. So, jetzt gehe ich mal hier hin. Mein allererstes Festungchen. Da können die jetzt raus, gell? Ups. Nee, können sie nicht. Da ist der Spawner und da ist das Portal. Oh oh. Ich hoffe mal, die können die nicht hoch. Nein, können sie nicht. Oh, das ist gut. Kann man die Spawner irgendwie... Kann man die Spawner irgendwie unschädlich machen? Also, ich will es jetzt nicht abbauen. Ich wollte den jetzt eigentlich nicht abbauen, sondern irgendwie... Ja. Zumachen einfach nur. Erstmal. Okay. Nein! Höhlenspinnen! So, aus einem Höhlenspinnen-Spawner. Ja, gut, ihr kommt jetzt erstmal nicht durch. Hier also Höhlenspinnen. Okay. Plus Kiste. Okay. Was? Wo kommt ihr alle her? Oha. Ich bin gerade wieder am Folgen überziehen. Ich merke es gerade extrem. Melon Seeds. Brot. Na okay. Die Nahrungssache hat sich geklärt. Das raus. Nein. Nein, 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 nein. Pass auf, das wird wieder eine doppelt gedrehte Folge. Also wo ich jetzt keine Pause zwischendrin mache. Ich habe vergessen, mich zu verabschieden. Pass mal auf. Den Spawner muss ich aber ausleuchten dann. Nein. Wo? Da. Ich setze mal eine Fackel drauf. So, das ist jetzt hell. Oha. Die Spinnen werden ja nicht von den Spinnfäden beeinflusst.
So, das weg, das weg, das weg. Oh, Spitzhacke weg. Achso, ich habe noch eine andere hier. Nein, einsammeln. Oh, verdammt, Fackel abgemacht. Da hinten geht's noch weiter. Jetzt weiß ich wenigstens, wo ich gut Eisengitter sammeln kann. Da muss mir keins mehr craften selber. So. Gut, und jetzt willkommen bei einem Club, wo man sich ab sofort nur noch verlaufen wird. Oh. Mensch. Ich will nicht, dass das teure Schwert verbrauchen. Für diese Spinnfäden hier. Hat jemand... ich habe eine Schere dabei. Pass mal auf. Geht so viel, viel schneller. Ups. Ja. Minenschacht gleich damit angeschlossen. Ach Leute, ihr wollt so echt übertreiben hier. So, oh nein, 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 nein. Tschüss, Creeper, hau ab. Keine Explosion hier drin. Puh, da noch eine Tür. Das Wasser nervt so ein bisschen. Ach, hier kann man auch rein. Sagt es doch gleich, dann war ich hier vorne, also hab ich's richtig gesehen gehabt. Ich kann es versuchen, das gerade mal hier zuzubauen, wenn das geht. So. Los, Wasser, verschwinde. Nein, tut's nicht. Verdammt, die Nahrungsanzeige. Habe ich das Brot eingesammelt? Nein, ich habe kein Brot eingesammelt. Ich muss mal in die Kiste da reingucken. Das ist eng. Kann ich es mir hier zustopfen? So, dann hier hinten irgendwie. Ich komme nicht durch. So. Dann. Ja. Hierzu. Boah, steht echt alles unter Wasser. Dazu. Jetzt bin ich gerade im Hintergrund irgendwie geredet bei mir. Dazu. Und dazu. Nein, das war ein Fail. Verdammt, hier, trinke. Warum muss das alles unter Wasser stehen hier? Kommst du, der findet sich ja echt nicht zurecht. Vor allem das hier noch. Wo kommt denn hier sonst noch Wasser rein? Ach da, warte mal, warte. So, jetzt. Die Hoffnung, es schwillt ab. Oh. Oh, 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 oh. Bücherei. Kann man ja die Bücherregale... Nee, kann man ja nicht so abbauen, gell? Die gehen ja kaputt. Kiste. Papier. Toll. Lohnt sich echt. Total. Versteckte Büchereien. Und hier geht's nochmal raus wieder. Gott sei Dank. Und oha. Da unten. Ja, geht's auch nochmal weiter. Ja, die Dinger sind groß. Die Dinger sind verdammt groß. Boah. Mann. Kiste. Mit Eisenhelm und Eisenrüstung. Ihr sorgt gleich schon alle vor. Eisenrüstung. Zack, dann geht's euch wieder eine Eisen-Chestplate. Wunderbar. Ja, ansonsten mich wieder vorne. Moment mal, jemand irgendwo das Brot, gell? Und ich wollte das Wasser hier abklemmen. Weil's nervt. Haben wir's? Ich hoffe es doch mal. Und ich wette, ja, jetzt kommt wieder ein neues Wasser rein. Und ein Tintenfisch, der mir hier alles verstopft. So, und wenn ich das abbaue, so kommt oben auch nochmal Wasser rein. Könnte ich wieder wetten. So. Brot. Einsammeln. Redstone, Melon Seeds, okay, brauche ich nicht wirklich. So, das war es aber jetzt erstmal von dieser Folge. Es war wieder eine Doppelfolge. Ich cut das wieder in zwei Hälften. Also nicht wundern, wenn es da vielleicht mittendrin irgendwann mal so aufhört ohne Verabschiedung. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen dann gleich, wie es weitergeht. Und tschüssen.